Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir mal den MG4 in der Standardversion mit dem kleinen 51 Kilowattstunden LFP Akku geschnappt. Ich möchte den MG4 also mal auf den Zahn fühlen, will mir anschauen, wie er sich fährt, wie ist die Qualitätsanmutung, wie ist die Verarbeitung, wie ist der Alltagsnutzen. Aber bevor wir damit anfangen, kommt zunächst wie immer der Carporn. Ja, das war also der MG4 von außen und ich muss sagen, mir gefällt er. Ist ein schick gestylter Kompaktflitzer. Er schreit nicht direkt, ich bin ein Elektroauto, und er hat auch durchaus eine aggressive Front und ein aggressives Heck. In der Luxusvariante hat er ja dann auch noch diesen Heckspoiler auf der Heckklappe. Das sieht dann noch ein bisschen sportlicher aus. Also rundherum ein gelungenes Design, wie ich finde. Von mir gibt es für MG auf jeden Fall da einen Daumen hoch. Würde ich einen Kompaktwagen suchen, von der Optik her käme der MG4 auf jeden Fall in Frage. Aber es geht natürlich nicht nur um die äußeren Werte, sondern auch um die inneren Werte. Und deshalb machen wir jetzt mal mit dem Innenraumcheck weiter. Wir fangen wie immer zunächst mit dem Schlüssel an. Der ist ganz schick gestaltet, ist durchaus ein Handschmeichler. Die üblichen Tasten, das stellt einen nicht für Herausforderungen. Auf der Rückseite haben wir auch den MG-Schriftzug. Wir können die Tür aber auch mit diesem Knopf öffnen und schließen. Nur jetzt mache ich mal auf. Die Spiegel reagieren darauf nicht. Man kriegt zwar ein Blinksignal, aber sie klappen nicht ein oder aus. Sie lassen sich aber elektrisch verstellen. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Innenraumanmutung, auf die Materialien. Also wir sind hier bei einem Auto für rund 34.000 Euro. Da haben wir natürlich auch wieder einiges an hartem Kunststoff. Das ist ganz normal. Hier unten auch wieder. Immerhin, MG gibt dem Ganzen eine gewisse Struktur. Dadurch fühlt sich das gar nicht so schlecht an und sieht auch nicht schlecht aus. Also es macht durchaus einen wertigen Eindruck. Ich sag mal so, der Fahrzeugklasse angemessen. Hier haben wir dann Klavierlack. Da bin ich ja kein so großer Fan davon. Die Armauflage und auch hier dieser Verkleidungsteil. Das ist in Kunstleder ausgelegt. Fühlt sich gut an. Hier haben wir dann auch eine Naht, eine Steppnaht in Blau. Also es sieht durchaus alles angemessen aus. Chromimitat am Griff zum Schließen der Tür. Ja, fühlt sich okay an. Ne? Wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes, nichts Hochwertiges. Aber selbst bei teureren Autos haben wir dann ganz oft schon diesen Kunststoff. Dann kommen wir zum Armaturenbrett. Das ist weich und erschäumt. Ne? Würde ich jetzt in der Klasse gar nicht unbedingt erwarten. Das fühlt sich echt schön an. Wir haben nochmal so ein Zierelement in Klavierlack, wo dann auch die Lüftung integriert ist. Ne? Hier unten auch wieder Hartplastik, ist klar. Und dann auch im Mittelbereich wieder diesen Klavierlack, diesen hochglänzenden. Das kann man mögen oder auch nicht. Ich, wie gesagt, bin da nicht so richtig der Fan von. Und auch sonst in allen anderen Bereichen eher preiswerter Kunststoff. Aber wie gesagt, der Fahrzeugglas natürlich geschuldet. Auf der Mittelarmlehne haben wir nochmal weiches Kunstleder. Da ruht der Arm durchaus kommod. Also die Qualitätsanmutung ist der Preisklasse angemessen. Man darf nicht zu viel erwarten, aber es ist auf jeden Fall schicker als die ersten ID3. Da hatte ich mich ja richtig beschwert, dass mir das nicht so gut gefällt. Hier, das passt im Großen und Ganzen. Dann natürlich wie immer ein Wort zu den Ablagen. Wir haben also die Türtaschen. Die sind jetzt nicht riesig groß. Hier passt aber auch eine Colaflasche rein. Das habe ich schon ausprobiert, eine 1-Liter-Flasche. Leider nicht mit Filz ausgelegt. Ihr seht das hier. Mit anderen Worten, da werden Kleinteile drin rumfliegen, drin rumklappern. Wir haben in der Mittelkonsole dann auch nochmal Flaschenhalter. Da passen also auch Becher vom Burger King rein. Die 1/2-Liter-Becher, 0,5 Liter. Oberhalb vom Flaschenhalter verbirgt sich noch eine USB-A-Schnittstelle und eine USB-C-Schnittstelle. Und da auch noch einen Zigarettenanzünderanschluss, einen 12-Volt-Anschluss. Also alles da, was man sich so wünscht als Fahrer. Hier noch ein Fach zum Öffnen und Schließen. Und da ist auch jeweils immerhin ein relativ weiches Anti-Rutschgummi mit eingelegt. Das heißt, da kann man auch mal Münzen oder sowas hinlegen, ohne dass sie direkt rumklappern. Wir haben hier noch ein cleveres Netz.
an der Vorderseite von der Mittelkonsole. Das können wir wieder zumachen. Und hier unter der Armablage befindet sich noch ein richtig tiefes Fach. Auch da haben wir so ein kleines Andi-Rutsch-Mättchen mit verlegt. Was man auch nicht vergessen darf, hier in der Mitte befindet sich noch eine Ablage für Smartphone. Da wird dann auch Wireless Charging angeboten, allerdings erst in höheren Ausstattungsstufen. Das Auto hier hat das leider nicht. Handschuhfach haben wir natürlich auch und ist auch relativ groß. Hier ist das Bordbuch drin. Wir haben noch eine entsprechende Warnweste. Gucken wir noch mal rein. Denke ich, ist ausreichend groß dimensioniert. Mal wieder zu. Okay, und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Sitzen. Und ja, das ist leider ein Kritikpunkt meinerseits. Bequem sind die, man sitzt ordentlich drin, ne? Seitenhalt ist okay, das passt alles in meinen Augen. Problem ist die Verstellbarkeit. Ich kann zwar den Sitz hier mit Pumpbewegungen rauf und runter stellen, die eigentliche Sitzfläche, die kann ich aber nicht ankippen. Und dadurch bekomme ich keine vernünftige Sitzposition hin. Das Lenkrad geht zwar auch relativ weit raus, ne, aber für mich nicht weit genug raus. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Und deshalb, ich habe es bisher nicht geschafft, hier eine Sitzposition hinzubekommen, wo ich sage, jawohl, ich sitze gut, die Beine liegen auf der Fläche auf. All das ist mir nicht gelungen. Also ich habe es jetzt geschafft, dass die Oberschenkel auf den Sitzen halbwegs aufliegen. Ich stelle nochmal die Rückenlehne ein bisschen nach vorne. Ja, so geht es dann doch. Ne? Also die Sitzposition, die passt dann jetzt schon so halbwegs. Wie gesagt, wenn ich den Sitz noch ein bisschen ankippen könnte, das wäre schon noch angenehmer. Ne? Aber so kann man schon aushalten. Ne? Also ich relativiere die Kritik ein bisschen vom Anfang. Wenn man ein bisschen rumexperimentiert, dann geht das auch mit der Sitzposition. Aber wie gesagt, ich würde mir mehr Einstellmöglichkeiten wünschen. Ist aber natürlich immer eine Frage der Fahrzeugklasse und des Preises, ganz klar. Also von daher, die Sitze bin ich jetzt nicht so richtig der Fan von, aber nicht wegen der grundsätzlichen Materialien, was ein einfacher Stoff, sondern wirklich nur wegen der Einstellungsmöglichkeiten. Okay, dann nehmen wir jetzt aber mal Platz. Dann seht ihr auch mal, wie ich in dem Auto drin sitze. Machen wir auch gleich mal die Klima an. Ich gehe einfach aufs Bremspedal und dann sollte das Auto jetzt auch schon starten. Ready, System ready. Und dann kann ich jetzt auch schon losfahren. Man muss also nicht irgendeinen Knopf nochmal bedienen, um das Auto zu starten. Und ich zeige euch jetzt erstmal die wesentlichen Bedienelemente. Das ist so, wie man es kennt eigentlich von den Autoherstellern. Links die Fensterheber, dann auch hier Sperren von Fenstern, Öffnen und Schließen der Türen, ne, also komplette Verriegelung des Autos. Dann bei der Tür findet man auch die Spiegelverstellung. Die ist auch elektrisch, ne, ist ein bisschen ungewöhnlich platziert. Ich kenne das normalerweise, dass das hier irgendwo in der Tür ist. Aber kein Problem, kommt man ja mit klar. Einklappen, wie gesagt, lassen sich die Spiegel dadurch nicht. Daneben haben wir die Leuchtweiten oder die Leuchthöhenregulierung. Die ist hier noch händisch, muss man die einstellen. In der Mittelkonsole haben wir dann Gott sei Dank auch noch ein paar richtige Knöpfe. Das finde ich gut. Ihr seht das hier, Klima an, aus. Die Heckscheibenheizung, Frontscheibenbelüftung, Warnblinker, Home-Taste, Laut-Leise-Taste fürs Radio. Das finde ich immer gut, wenn man da noch wirklich Tasten hat und nicht hier per Touch-Funktion erst suchen muss, wo muss ich denn jetzt drücken, um die entsprechende Funktion auszulösen. Bisschen tiefer sitzt dann der Fahrstufenhebel. Ihr seht das also, D, ne, N und rückwärts. Lässt sich ganz einfach bedienen. Dann geht hier auch schon die Rückfahr Unterstützungsfunktion an, will ich mal sagen. Normalerweise würde ich sagen, dann geht die Rückfahrkamera an. Wir haben aber in der Ausstattungsvariante keine Rückfahrkamera. Wir haben nur Sensoren, die funktionieren auch. Die zeigen dann auch an, wie viel Zentimeter entsprechend noch Platz ist. Wir können ja mal ein Stück zurückfahren. Mal sehen, ob er es macht. Ja. Jetzt seht ihr das. Jetzt fängt er also an, hier die Zentimeter anzuzeigen. Wenn wir hier wieder drauf drücken, dann haben wir wieder die Parkposition. Und hier haben wir dann auch noch die elektronische Bremse, die können wir hier also auch nochmal bedienen. An Knöpfen war es das jetzt schon rund ums Lenkrad. Auf dem Lenkrad selbst befinden sich natürlich auch Knöpfe. Wir haben ein Multifunktionslenkrad und da muss ich sagen, das fühlt sich auch schick an. Also das ist ein schönes Leder, schönes Kunstleder vermute ich mal, könnte aber sogar auch Echtleder sein. Das ist ein Handschmeichler, ganz ordentliches Leder, ist hier auch nochmal gesteppt. Da will ich also mal nicht meckern. Das ist hier unten abgeflacht, ist oben abgeflacht. Das fühlt sich richtig gut an. Also da gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch an MG. Dann haben wir hier wieder Klavierlack in der Mitte. Wir haben diverse Bedienknöpfe. Hier links haben wir dann die Bedienung der Assistenten. Das ist eigentlich auch im Großen und Ganzen selbsterklärend, relativ intuitiv. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich alles verstanden habe. Hier unten hat man eine belegbare Taste, individuell belegbar. Ich habe da drauf, was habe ich da drauf gelegt? Genau, ich habe darauf die Rekuperation gelegt. Nur ihr seht das hier, wie sich das auch verändert. Da haben wir dann insgesamt 4 Stufen inklusive der Automatik. Das kann man jetzt also darüber bedienen. Rechts haben wir dann die Bedienung der Multimedia-Funktion, Radio zum Beispiel, Sender skippen, laut, leiser, geht alles mit der Taste hier. Hiermit können wir die Ansicht des Instrumentenclusters verändern, ne? Auch hier über die Tasten dann wieder zur Seite. Ihr seht das, und da können wir verschiedene
Einstellungen vornehmen. Auch das in meinen Augen durchaus selbsterklärend. Hier die Bordcomputer-Funktion. Ja, also das Auto stellt einen dar, was diese Funktionen angeht, nicht vor große Herausforderungen. Auf der rechten Seite haben wir auch noch eine individuell belegbare Taste. Da habe ich mir jetzt mal die Fahrprogramme draufgelegt, also Custom, Snow, Eco, Normal, Sport. Das ist das Fahrprogramm, was ich die ganze Zeit aktiv habe. Da gefällt mir die Charakteristik vom Gaspedal am besten. Ist aber auch das Einzige, was verstellt wird. Beim Lenkrad merke ich da keine Unterschiede. Und das Fahrwerk ist ja sowieso nicht verstellbar. Zum User-Interface des Multimedia-Systems, da kommen wir gleich noch. Da habe ich so ein paar Kritikpunkte. Aber das ist es jetzt erstmal hier zum Multifunktionslenkrad. Lenkstockhebel haben wir Gott sei Dank, ne? Die sind noch nicht wegrationalisiert. Also wir haben ganz normal Blinker, dann die Scheinwerferfunktion, ne? Fernlicht kennen wir alles. Und rechts dann die Bedienung, Scheibenwischer, Scheibenreinigung etc. Das ist alles wie gewohnt. Und so erwarte ich das auch. Und da muss ich echt Kritik üben an Tesla. Die Lenkstockhebel wegzurationalisieren, also finde ich katastrophal. Aber ist natürlich Geschmackssache. Hier beim MG4 ist die Welt noch in Ordnung. Gut. Dann verstellen wir jetzt auch noch mal das Lenkrad ein bisschen, damit ihr auch noch mal seht, wie weit das verstellbar ist. So ist es ganz oben und ganz raus, so ganz drin, ganz unten und wieder ganz draußen. Und ich stelle es wieder so ein, wie ich es ungefähr hatte. Und mit dem Hebel kann man es wieder manuell sperren. Instrumentencluster habt ihr ja gerade schon gesehen. Rechts die Einstellungen vom Auto, Bordcomputer. In der Mitte die wesentlichen Fahrinformationen wie Geschwindigkeit, Batteriestand, Restreichweite. Links haben wir dann die Assistenzsysteme. Er zeigt auch vorbeifahrende Autos an, also wenn man überholt oder überholt wird. Was aber ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man fährt, man bekommt dann teilweise auch Barken, Begrenzungsbarken als Fahrzeuge angezeigt. Hier könnt ihr jetzt auch mal sehen, dass er rechts immer mal wieder Autos erkennt oder auch links, wo keine Autos sind, das sind die Barken, die erkennt er dann teilweise als PKWs. Auch hier rechts die Begrenzungspfeiler, die erkennt er teilweise als Autos. Rechts ist keine Spur, da ist nichts. Also ganz perfekt ist das nicht. Zu den Fahrassistenten gehen wir dann aber auch nochmal ein, wenn wir auf die Landstraße fahren. Kommen wir jetzt zur zentralen Bedieneinheit, zum Zentralbildschirm und das User-Interface. Ist okay, ne? Man kommt klar, man versteht es auch relativ schnell. Aber so an der einen oder anderen Stelle gibt es dann Dinge, die ich nicht verstehe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, unter Fahren ist nichts zum Scrollen. Ne? Keine Frage, ist in Ordnung. MG-Pilot denkt man jetzt auch, okay, da ist nichts zum Scrollen, weil ich würde hier rechts natürlich einen Balken erwarten, der mir anzeigt, du kannst nach oben scrollen. Und das kann man hier. Das lernt man natürlich, ne? Ist kein Ding, man kann sich dran gewöhnen, aber das sind so Kleinigkeiten, die mich erst mal verwirren, weil ich habe zum Beispiel lange suchen müssen, bis ich die Verkehrszeichen-Erkennung-Deaktivierung gefunden habe. Ich habe also nicht extra in die Bedienungsanleitung geguckt und erst als ich dann hier mal nach oben gestrichen habe, habe ich es dann auch gefunden. Ne? Ist eine Kleinigkeit, viele von euch werden sagen, Mensch, da ist er aber kritisch. Wie gesagt, man gewöhnt sich an das Ganze, aber ein bisschen intuitiver könnte es noch sein. Ihr seht hier die verschiedenen Verstellmöglichkeiten. Dann können wir ja auch noch mal auf das Energiemanagement schauen. Hier seht ihr dann praktisch die Informationen zum Akku. 66% ist noch drin, 174 Kilometer Reichweite. Wir können nochmal auf die Einstellungen gehen. Ladeeinstellungen, Laden nach Zeitplan haben wir hier dann noch. Und das war es aber im Großen und Ganzen auch schon. Ich kann jetzt hier auch nicht begrenzen, wie voll der Akku tatsächlich geladen werden soll. Die Möglichkeit habe ich jetzt hier im Auto also nicht. Okay, also wie gesagt, das User-Interface, da kann man sicherlich noch optimieren, aber das ist ja bei den meisten Herstellern so. Wenn ich an meinen BMW denke, der ist auch nicht richtig übersichtlich. Wir können natürlich auch ein Telefon verbinden. Wir haben ja auch eine Freisprecheinrichtung im Auto. Wir können Android Auto und Apple CarPlay über Kabel aktivieren. Das sieht man auch hier dann im Startbildschirm, müsste man das sehen können. Genau, ich werde das auch gleich nochmal anschließen und euch dann zeigen. Das Ganze sieht dann so aus im Display. Wir bekommen dann hier also auch schon in meinem Fall Android Auto den VLC-Player angezeigt, weil das letzte ist, was ich genutzt habe. Wir können dann hier auf Android Auto klicken. Dann kriegt ihr die gesamte Ansicht, ne? Auch Kartenmaterial entsprechend. Und das ist auch von der grafischen Darstellung schön. Das reagiert flott. Ihr habt alle Apps, die ihr so auf dem Auto entsprechend installiert habt, die werden euch hier auch angezeigt. Ja, also das ist genau so, wie ich mir das vorstelle und da gibt es aus meiner Sicht nichts zu meckern. Klar, wir haben keine Routenplanung mit entsprechenden Vorschlägen für Ladestops, mit entsprechenden Informationen, wie lange müssen wir laden, wie viel Prozent müssen wir laden etc. Aber das haben viele Hersteller sowieso noch nicht im Griff und deshalb finde ich das jetzt auch nicht dramatisch, dass das hier noch nicht integriert ist.
Denn mit Android Auto navigiere ich sowieso die meiste Zeit und suche mir dann aus Apps die Ladestationen raus. Also von daher, per Android Auto ohne eigenes Navigationssystem empfinde ich jetzt gar nicht als großen Nachteil. Das passt für mich. Und es gibt natürlich auch eine App. Und bei der App habe ich mich auch wieder ein bisschen schwer getan, mag auch wieder an mir liegen. Und zwar wird die aktiviert und dann muss man hier runter scrollen und dann hat man hier Fahrzeugkopplung und kriegt dann hier einen QR-Code angezeigt, den man auch entsprechend einscannen muss. Da habt ihr den QR-Code und es war bei mir auch noch gesperrt, als ich es initial versucht habe und ich musste erst mal finden, wo das überhaupt ist. Im Benutzerhandbuch selbst steht es nicht. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Na. Und hier wusste ich auch wieder nicht, dass ich nach unten scrollen kann. Also ich bin schon unten, genau. Wird mir so angezeigt und mir war nicht klar, ach so, ich kann ja hier wieder runterziehen und da ist dann wieder Fahrzeugkopplung. Wie gesagt, mein Problem, schreibt ihr nochmal unter das Video in die Kommentare, ob ihr denkt, ich bin da zu kritisch. So ein paar Punkte würde ich vielleicht anders lösen. Aber das kann ja in Zukunft durch entsprechende Updates auch noch optimiert werden oder es liegt einfach nur am dümmsten anzunehmenden User an mir, dass ich da nicht direkt durchblicke. Ich habe jetzt also mal die App installiert, dann auch über den QR-Code das Ganze eingelesen, dann vergibt man noch eine PIN in der App, um das zu sichern und dann sieht das Ganze aus, wie ihr es hier sehen könnt. Wir haben also jetzt 133 Kilometer Restreichweite, 49% haben wir noch im Akku. Klimaanlage kann man entsprechend vorkonfigurieren. Na, geht's, jawohl. Könnte ich jetzt hier senden, dann würde er das Auto auch klimatisieren. Das ist doch ganz wunderbar. Unten haben wir auch Auto finden. Das heißt, da kann man dann auch tatsächlich sich anzeigen lassen, wo das Auto steht. Das steht jetzt bei mir vor der Tür. Funktioniert auch, obwohl kein eigentliches Navigationssystem verbaut ist. Also da bin ich ganz erstaunt. So, und jetzt gucken wir mal den Fahrzeugstatus uns an. Wunderbar. Und dann seht ihr auch nochmal, was man so alles machen kann. Türstatus schließen. Da sehen wir also auch den Reifenstatus, Motorstatus. Also ihr seht das hier sowieso alles selber. Außentemperatur ist 8 Grad. Also interessante Informationen. Hier haben wir dann auch nochmal die Karte, wo ich dann auch tatsächlich das Auto sehe als Standort. Ne? Dann können wir verschiedene Services hier unten uns auch aussuchen. Ne? Können eine Testfahrt buchen. Hier kriegen wir dann Nachrichten, keine Alarme, Befehle, Fahrzeug registriert. Das seht ihr das, wo ich das Fahrzeug registriert habe. Neuigkeiten, keine Mitteilungen. Und dann hier noch Infos zum Account. Also die wesentlichen Funktionen sind da. Und was ich euch auf jeden Fall auch zeigen möchte ist, warum habe ich jetzt hier nicht die Anzeige? Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Also man kann normalerweise auch eine Ladebegrenzung vorgeben. Also jetzt hat es wieder geladen. Man kann dann hier über den Akku auch verschiedene Dinge zum Akku noch einsehen und auch eine Ladebegrenzung einstellen. Moment, hier oben Einstellung, war es da? Jawohl, hier ist es. Also hier kann ich dann auch vorgeben, bis wohin er laden soll. Ich lasse das mal auf 100%, ist ja eh der LFP-Akku, verändere also nicht. Geplantes Laden haben wir, planmäßige Batterieheizung, können wir auch gleich nochmal reinschauen. Hier kann man dann also auch die Zeit einstellen, wann eine Batterieheizung erfolgen soll. Also ihr habt schon ein paar Einstellmöglichkeiten bei dem Auto. Jetzt gucken wir nochmal, ob das EV-Management angeht. Batterievorheizung könnt ihr hier manuell starten, Ladevorgang beginnen, etc. etc. Also die wesentlichen Funktionen sind in der App aus meiner Sicht vorhanden. Da will ich mal nicht motzen. Dann gucken wir nochmal kurz, was das Dach so zu bieten hat. Wir haben hier die üblichen Beleuchtungstasten, die SOS-Taste. Hier haben wir noch ein Brillenfach. Bei den Sonnenblenden haben wir hier was, um eine Ladekarte zu verstauen. Schminkspiegel haben wir keinen. Das hat sich MG in dem Fall gespart. Das ist schade, da wird der ein oder andere das vermissen. Rechts haben wir auch keinen Schminkspiegel. Ja, ich brauche es nicht, habe ich noch nie benutzt. Aber es gibt bestimmt Damen oder Herren, die das ab und zu gern verwenden würden. Aus dem Innenraum war es das aber an dieser Stelle. Mehr gibt es jetzt hier nicht zu berichten. Und jetzt schauen wir mal, wie sich so auf der zweiten Sitzreihe sitzt. Den Fahrersitz lasse ich so eingestellt, wie es jetzt ist. Und dann gucken wir mal, ob ich als 1,85 Meter Mann hinten genug Platz zum Sitzen habe. Dann gucken wir jetzt mal in die zweite Sitzreihe. Zunächst erstmal Qualitätsanmutung. Das ist genauso hier oben wie vorne bei den Vordertüren. Hier unten haben wir jetzt kein Kunstleder mehr. Das ist dann schon Kunststoff. Hier unten auch wieder den harten Kunststoff, klar, da ist der Rotstift, der dazu schlägt. Dann haben wir aber hier zumindest Kunstleder weich geschäumt mit der Steppnaht. Hier die Fensterheber zur Bedienung, hier haben wir dann wieder Klavierlack, Türgriff in der Chromoptik. Ja, passt soweit alles. Ne? Was Ablagen angeht, haben wir hier so ein kleines Ablagefach, sogar mit einer Andi-Rutschmatte. Dann haben wir drunter noch ein wirklich kleines Fach. Ne? Da kriegt man kaum was rein, da passt kaum die Faust rein. Da ist jetzt auch wieder keine Andi-Rutschmatte drin.
Was man da reinstecken soll, ist mir nicht ganz klar. Und in der Mittelkonsole haben wir auch noch ein Fach ganz unten. Das ist durchaus recht groß. Da kann man also ein paar Kleinigkeiten reinlegen, auch wieder ohne an die Rutschmatte. Und drüber haben wir auch noch einen USB-A-Anschluss, um da diverse Tablets und Ähnliches aufladen zu können. Was Ablagemöglichkeiten angeht auf der Rücksitzbank, war es das aber schon. Mehr gibt es da nicht und deshalb steigen wir jetzt direkt auch schon mal ein. Mal sehen, wie das gelingt. Das geht ganz ordentlich und ich muss sagen, ich habe mehr Platz, als ich gedacht hätte. Wie gesagt, der Sitz ist auf mich eingestellt, ich bin 1,85 Meter groß. Ich habe einen Haufen Kopffreiheit, wie ihr hoffentlich sehen könnt. Ja, da kann also auch noch ein größerer sitzen als ich. Die Beinfreiheit zum Vordersitz, die passt für mich auch. Ja, da habe ich durchaus noch ein bisschen Luft. Klar, ist jetzt kein Raumwunder, muss man ganz ehrlich sein. Und ich bekomme auch die Füße unter den Vordersitz, obwohl ich den recht tief stehen habe. Aus meiner Sicht ist das durchaus aushaltbar für eine gewisse Strecke, für einen gewissen Zeitraum. Ob ich damit jetzt bis nach Italien hinten mitfahren müsste, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber mal so 100 Kilometer kann ich hier durchaus aushalten, ohne dass es jetzt für mich unangenehm wird. Was hat dann die zweite Sitzreihe noch zu bieten? Wir haben links und rechts Haltegriffe, wir haben links und rechts Kleiderhaken, wir haben links und rechts Isofix-Befestigungen für Kindersitze. Beleuchtung oder Ähnliches findet sich hier nicht auf der Rücksitzbank. Der Himmel ist also komplett ohne Erhellungsmöglichkeit, um es mal so zu sagen. Und die Rücksitzbank ist 60-40 geteilt, also hier 40, hier 60%. Wir haben aber keine Armauflage, die man ausklappen könnte. Wir haben keine Durchreiche für lange Gegenstände. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das würde ich mir natürlich in einem Auto für rund 34.000 Euro schon wünschen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, ansonsten war es das hier schon von der Rücksitzbank. Mehr gibt es nicht zu berichten. Die Kopfstützen, können wir ja nochmal hier eine ein bisschen rausmachen. Höher rastet sie gar nicht. Die hat nur einen Rastpunkt. Der ist hier. Ja, aber das passt von der Kopfstütze, ne? Muss auch nicht weiter hoch. Nee, das ist in Ordnung. Aber mehr gibt es jetzt von der zweiten Sitzreihe auch nicht zu berichten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es so mit dem Kofferraum aussieht. Eine elektrische Kofferraumklappe haben wir nicht, also auch keinen Fußsensor. Hier unter dem MG-Symbol ist der Taster und dann macht man das Ganze per Hand auf. Lässt sich leider nicht sonderlich weit öffnen, also ich stoße hier an die Kante an. Auch wenn ich die Klappe ganz offen habe. Es öffnet sich aber ein relativ großer Kofferraum. Da würde ich sagen, das ist ungefähr Golfklasse. Hier unten drunter verbirgt sich auch noch mal ein bisschen Stauraum, aber nichts Wesentliches. Da haben wir das Reifenkit, wir haben das Warndreieck und noch eine Warnweste. Links haben wir dann keine zusätzliche Verstaumöglichkeit, aber rechts haben wir immerhin noch ein Netz. Da ist jetzt der Verbandskasten drin, aber auch nichts Tieferes. Also auch der Kofferraum ist jetzt nicht fancy, sondern aufs Wesentliche beschränkt. Immerhin, wir haben eine Beleuchtung und eine Aufhängung für Einkaufstaschen. Das sind aber schon die Features des Kofferraums. Was wir jetzt nochmal machen, wir legen natürlich die Rücksitzbank auch nochmal um. Machen das hier oben auch mal ab. Zack, wir ziehen also und dann haben wir das schon in der Hand. Auch ein bisschen lapprig das Ganze. Legen wir mal zur Seite. Die Rücksitzbank kann man ganz bequem von hinten umlegen. Einfach nach vorne drücken. Zack, dann liegt schon die eine Hälfte. Und hier liegt die zweite Hälfte. Und da haben wir schon ein wesentliches Problem, was sich hier ergibt. Wir haben keine ebene Ladefläche. Das finde ich natürlich immer ein bisschen schade, weil es das schwieriger macht, schwere Gegenstände in den Kofferraum zu bekommen. Ihr seht das hier. Ich zeige es euch nochmal von der Seite. Die Rücksitzbank liegt durchaus flach. Das wäre schon nicht schlecht, wenn man da auch einen ebenen Boden hätte. Ein doppelter Boden wäre vielleicht nicht verkehrt, den man rausnehmen kann, um hier eine ebene Durchreiche zu haben. Das haben wir in dem Fall leider nicht. Ist halt so, finde ich persönlich immer ein bisschen unpraktisch. Das war es jetzt also schon mal vom Kofferraum. Den machen wir jetzt wieder zu. Da haben wir hier oben einen Griff und dann einfach einmal zu. Und jetzt schauen wir auch noch mal, was sich vorne unter der Motorhaube so befindet. Da einmal ziehen. Jawohl, nur einmal ziehen. Da muss also noch ein Griff entsprechend zum Öffnen sein. Einmal zur Seite drücken und dann nach oben. Aha, wir haben also keine Druckstoßdämpfer, ne? Wir müssen das Ganze also mit dem Stab normalerweise öffnen. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts, was das Thema Frunk betrifft. Ist alles gut vollgestopft. Können wir wieder zumachen, da ist nichts. Schade. Ja, das war also der Innenraumcheck. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie fährt sich der MG4. Wir beginnen wie immer zunächst mit der Landstraße. Dann fahren wir auch nochmal auf die Autobahn und in die Stadt. Gucken wir mal, was der Kleine so kann. Okay Leute, wir sind jetzt also auf der Landstraße unterwegs. Ich mache hier gerade mal einen stehenden Start. Es geht leicht bergauf. Ich schalte hier auf Sport. Ich habe hier die Tasten so belegt, dass ich rechts die Fahrprogramme wählen kann. Und wir geben Gas. 50, 80,
90, 100 oder 98, musst jetzt vorher bremsen. Also was das Fahrwerk betrifft, Leute, das Auto macht richtig Spaß, ist super beherrschbar und trotzdem komfortabel. Also man merkt auch das geringe Gewicht, man ist wirklich in der Lage hier richtig um die Ecken zu wetzen. Das ist super gelungen, das Fahrwerk. Ich bin ja bei MG, ob das der MG ZS EV war oder ob das der Marvel Air war, von dem Fahrwerk immer recht beeindruckt. Muss sagen, dass mir das immer sehr gut gefallen hat. Es hat VW-Niveau und das ist jetzt hier bei dem MG 4 wieder ganz genauso. Komfortabel, trotzdem flink. Das geringe Gewicht hier der Standardversion, die ist ja nochmal ein bisschen leichter als der MG 4 mit dem großen Akku. Das merkt man sehr deutlich hier ganz scharf rechts. Und ihr hört es vielleicht auch ein bisschen, also ich bringe sogar die Reifen leicht zum Quietschen. Wunderbar, was das Fahrverhalten angeht. Das ist ein richtiger kleiner Spaßbringer. Die 170 PS, die das Auto an die Hinterachse schickt, die spürt man. Beschleunigung soll so in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 sein. Der große mit 204 PS und großem Akku, der braucht sogar etwas länger. Das wird dem höheren Gewicht geschuldet sein. Wir haben 250 Newtonmeter Drehmoment. Die Spitze liegt bei 160. Wir fahren ja dann auch noch mal auf die Autobahn. Da werdet ihr dann auch merken, dass wir da durchaus auch ein bisschen mehr Schwung noch drauf bekommen. Also 172 km/h sind da durchaus drin. Ein sehr angenehm zu fahrendes Auto, muss man wirklich sagen. Am Fahrwerk, an der Motorleistung gibt es aus meiner Sicht nichts zu meckern. Es ist kein GTI, keine Frage. Aber er ist flott genug. Die Motorleistung würde mir im Alltag völlig ausreichen. Jetzt können wir hier noch mal ein bisschen Kurven wetzen. Jetzt haben wir also 100 drauf, Rechtskurve. Also ich muss echt aufpassen mit dem Auto, dass ich mich an die Straßenverkehrsregeln halte. So viel Spaß macht das Ding. Das ist unfassbar, wie gut MG das Thema Fahrwerk, zumindest aus meiner Sicht, im Griff hat. Der Heckantrieb, der trägt natürlich zur Agilität nochmal bei, ne? Dadurch ist das Ganze nochmal ein bisschen flotter zu fahren. Sehr schön ausgelegt von MG, da gibt es ein dickes Lob von mir. Da, wo ich allerdings nicht so richtig loben kann, das sind die Assistenzsysteme. Da muss ich ganz ehrlich sein, jetzt zum Beispiel Schildererkennung. Er zeigt mir gerade 80 an, hier ist Tempo 100. In Ortschaften zeigt er mir dann 60 an, wo 50 ist. Auf Landstraßen teilweise 120, wo 100 ist. Also die Schildererkennung, muss man ganz ehrlich sein, die überzeugt mich nicht. Ob auf der Landstraße, wo er 120 anzeigt teilweise, oder in der Ortschaft, wo er 60 anzeigt. Wir sind mitten in der Ortschaft, ohne Kartenmaterial und das Auto hat kein eigenes Navi. Ist das mit der Schildererkennung offensichtlich ein bisschen schwierig. Also die schalte ich jedes Mal aus, aber irgendwie ist die auch von allein wieder aktiviert. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz im Klaren, wie die immer wieder aktiv wird. Da muss ich da auch nochmal in die Bedienungsanleitung gucken. Das ist nicht richtig zu Ende entwickelt. Da ist Luft nach oben. Natürlich ist bei der Schildererkennung auch noch das Problem, dass er nicht auf Kartenmaterial zurückgreifen kann. Wir haben hier kein Navi verbaut. Und das stellt dann natürlich die Schildererkennung nochmal vor zusätzliche Aufgaben, weil er halt nicht auf fixe Daten zurückgreifen kann. Und das führt dann teilweise auch zu diesem Problem. Wie gesagt, er zeigt mir 80 an, hier ist 100. Dann der MG-Pilot. Moment, wie genau heißt er? Ich gucke nochmal, wie er genau heißt. Moment, hier steht es gerade. Doch, MG-Pilot heißt er auch. Wenn ich den jetzt mal aktiviere, also das Spurhaltensystem, ich habe extra nochmal geguckt, das ist alles aktiv, alle Bells and Whistles sind an, damit er auch regelt. So, wir schalten jetzt hier mal auf 61. So, er ist hier schon bei dieser kleinen Kurve, ist er schon überfordert. Wenn er vernünftig regelt, dann regelt er teilweise ein bisschen ruckartig. Da ist aus meiner Sicht ja noch ganz viel Luft nach oben. Wir werden das nachher nochmal auf der Autobahn nochmal demonstrieren. Da, wie gesagt, greift er auch ein bisschen ruckelig ein. Also hier macht er jetzt gar nichts. Hat er nicht erkannt, obwohl gute Linien sind. Ich weiß auch nicht, wo genau die Grenzen dieses Systems sind. Aber eigentlich sollte er jetzt lenken wieder. Ihr seht das. Jetzt macht er es aber auch ruckartig. Jetzt werden wir hier überholt. Jetzt macht er es aber. Jetzt hat er die Spur gehalten. Aber das machen die Mitbewerber besser. Man muss dann auch da Kritik üben, wo es berechtigt ist. Und bei den Assistenzsystemen, Schildererkennung, da hat MG Luft nach oben. Das sage ich ganz klar. Kommen wir dann noch zur Rekuperation. Wir haben insgesamt 4 Stufen. Die merkt man auch. Ich habe mir das hier auf eine programmierbare Taste am Multifunktionslenkrad gelegt. Wenn ich also hier umstelle auf 1,
2 merke ich eindeutig, wie auch die Rekuperation zunimmt in Stufe 3. Dann hat er noch die Stufe Automatik, wo er das Ganze an den Straßenverlauf scheinbar anpasst oder die Straßenverhältnisse, weil Verlauf kennt er ja nicht, er hat ja kein Kartenmaterial. Und das ACC soll dann auch entsprechend intelligent regeln. Ob das jetzt so richtig gut ist, ja, hier zum Beispiel ist ein Motorrad vor mir, da war jetzt die Rekuperation zu schwach. Also dieses automatische System, das überzeugt mich auch nicht ganz so richtig. Da bin ich ganz ehrlich, hey, macht das Ding hier vorne einen Krach. Also diese automatische Rekuperation müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen dran gewöhnen, mehr Situationen haben, wo ich die ausprobieren kann. Hier geht es jetzt bergab. Ja, er rekuperiert jetzt scheinbar so, dass er die Geschwindigkeit hält, obwohl sie gefällt sogar leicht, die Geschwindigkeit 72, 71. Ja, also den automatischen Mode habe ich noch nicht ganz verstanden, obwohl in der Bedienungsanleitung steht, er passt es an die Straßenverhältnisse an und ACC wird mitgenutzt. Dann kommen wir noch zum Geräuschkomfort, zur Geräuschdämmung. Die ist der Fahrzeugklasse angemessen. Ich habe das auch schon besser gesehen. Also ein ID.3 ist in meiner Erinnerung schon besser geräuschgedämmt. Die Reifen scheinen auch noch mal ein bisschen dazu beizutragen, dass es ein bisschen lauter wird. Also die Abrollgeräusche sind hörbar. Es ist aber alles im Rahmen. Also das ist für mich absolut befriedigend. Mehr oder weniger würde ich jetzt an der Stelle nicht erwarten. Auch ein Daumen hoch von mir, das passt für mich. Also insgesamt auf der Landstraße macht der MG4 eine richtig gute Figur. Abgesehen, überholen wir gerade noch mal schnell, abgesehen von den Assistenten, die mich nicht überzeugen. Aber das Fahrwerk ist top, der Fahrspaß ist richtig top. Du kannst mit dem Ding richtig um die Ecken wetzen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber da begeistert er mich richtig. Natürlich, Fahrwerk ist auch immer Geschmackssache. Aber so wie das hier im MG4 ist, Daumen hoch, richtig top, kleine Spaßmaschine. Okay, das war's dann zur Landstraße und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich der MG4 so im Stadtverkehr schlägt. Jetzt sind wir also auch mal in der Stadt unterwegs und wie ihr euch denken könnt, der MG4 passt da wie die Faust aufs Auge, 4,29 Meter lang. Das ist natürlich eine Abmessung oder eine Größe, die für die Stadt hervorragend ist. Das, was ein bisschen schwierig ist beim MG4, das ist so die Übersichtlichkeit. Nach hinten haben wir die Kopfstützen, da sieht man nicht viel. Die Heckscheibe ist relativ klein, also man hat nur einen kleinen Ausschnitt, aus dem man rausgucken kann. Im Spiegel passt das, aber wenn ich zurückgucke, ich sehe da nichts vom Heck. Ne? Und die C-Säule ist relativ mächtig, also die Übersichtlichkeit ist nicht ideal. Dann kommt noch hinzu, dass die Version, der Standard hier, nur Ultraschallsensoren am Heck hat. Vorne hat er keine und ein Kamerasystem hat er schon gar nicht. Und das ist natürlich bei einem Auto, das so in meinen Augen wenig übersichtlich ist. Es ist nicht von der Karosserie wie die 80er, 90er Jahre Autos, wo du wirklich gut abschätzen konntest, wo fängt es an, wo hört es auf, das Auto. Ja, das ist ein bisschen schwierig für die Stadt beim Einparken. Wenn die Parklücke groß genug ist, ist das natürlich kein Problem. Aber für ein Auto, was auch in der Stadt benutzt wird, wo man halt auch mal in eine enge Parklücke reinfahren will, würde ich mir doch zumindest mal Ultraschallsensoren vorne und hinten wünschen. Hinten haben wir ja welche, die zeigen auch den Abstand an. Hier haben wir jetzt nochmal eine schöne Parklücke. Da probieren wir es nochmal. Und die ist auch schön groß, da sollte ich also problemlos reinkommen. Ja, Kamerasysteme wären dann natürlich auch noch ideal, muss man ganz ehrlich sein. Aber das ist wohl eine Preisfrage. So, mal sehen. Ich sehe auch den Bürgersteig. Das passt eigentlich alles ganz gut. Hier kann ich auf jeden Fall jetzt auch einschlagen. Jawohl, jetzt müssten auch die Anzeigen schon kommen. 1,3 Meter, noch 80 cm. Also in so eine Parklücke komme ich natürlich auch rein. Aber die Kritik bleibt, Ultraschallsensoren vorne, am besten noch ein Kamerasystem. Das würde dann aus dem MG4 in meinen Augen ein ideales Stadtauto machen. Weil Fahrwerk und so weiter, das passt natürlich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Also eigentlich ein hervorragendes Stadtauto, aber die Übersichtlichkeit ist wie bei modernen Autos üblich so lala. Und wenn du dann halt nur Ultraschallsensoren hinten hast, wird es ein bisschen schwierig. Ach, guck mal da, auch wieder ein MG4. Also im Grunde einen Daumen hoch, nur mit den Einschränkungen, aber genug rumgemotzt. Das, was aber gut ist und was wir uns jetzt anschauen, das ist der Wendekreis. Das Auto ist nämlich richtig wendig. Klar, es hat Heckantrieb. Da kann man vorne dann auch höhere Lenkwinkel ermöglichen, als wenn man vorne noch Antriebswellen hat. Und da schauen wir uns jetzt mal auf meinem Standardparkplatz an. Mal sehen, wie der MG4 da wenden kann. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass er gut abschneidet. Das probieren wir jetzt. Okay, damit sind wir an meinem Stammparkplatz angekommen. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen dichter an den Bordstein. So, und wir gucken, ob wir drehen können. Also,
Jetzt einmal voll einschlagen. Jawohl. Ich bin jetzt auch ein bisschen weiter unten gefahren, ein bisschen schmaler. Also geht locker rum. Die Wendigkeit von dem Auto ist echt in Ordnung. Nicht auf ID3 Niveau, da muss man ganz ehrlich sein, aber der Wendekreis passt natürlich. Also Stadtverkehr, Daumen hoch, und ich gehe davon aus, wenn man das Auto ein bisschen gefahren hat, ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann kennt man auch die Abmessungen, dann kennt man die äußeren Verhältnisse, wo das Auto anfängt und wo es aufhört. Da hat man sicherlich auch kein Problem mehr beim Einparken mit dem fehlenden Kamerasystem oder den Ultraschallsensoren vorne. Ich würde es mir wünschen, bin ich ganz ehrlich, aber ungeachtet dessen passt der MG4 natürlich in die Stadt. Hervorragend. Ja, das war's zum Stadtverkehr und jetzt geht's ab auf die Autobahn. Gut, wir kommen jetzt mal wieder auf die Autobahn, auf die A66, und ich zeige euch gerade mal, wie der durchbeschleunigt. Also, wir haben jetzt 60, 80, 100, 120, 30, 40, 50. Zeigt er mir hier Geschwindigkeitsbeschränkung 120 an, bei der Schildererkennung 160 ist schon durch, 170, 171, 172 zeigt er jetzt an, also 172 laut Tacho, das schaffen wir, und die Geräuschkulisse ist völlig im Rahmen. Klar, man hört ein bisschen Windgeräusche und muss die Stimme leicht erheben, aber es ist jetzt nicht unangenehm, ne? Also das passt für mich, Fahrwerk passt auf Langstrecke natürlich auch, Komfort ist absolut in Ordnung, gibt es nichts dran auszusetzen, das Fahrwerk vermittelt Sicherheit, Lenkung passt auch, ne, habe ich auch auf der Landstraße noch nichts dazu gesagt. Da fahrtechnisch gibt es da nichts auszusetzen. Wir machen jetzt auch mal den Travel-Pilot an. Na, warum will er den denn jetzt nicht haben? Jetzt hat er ihn genommen. Also ACC regelt jetzt auch schön, kann ich auch hier natürlich verstellen, den Abstand stelle ich wieder runter. Jetzt müsste wieder Fahrt aufnehmen, jawohl, er fängt wieder an zu beschleunigen. Drehst noch ein bisschen nach oben, ich habe jetzt mal auf 150 gestellt. Und jetzt regelt er auch die Spur entsprechend, mal sehen, was er macht. Fährt schon wieder zu weit links. Assistenten, da bleibe ich dabei, das ist nicht ausgereift. Und ich habe alles aktiv, was man aktiv haben kann. Ihr seht es auch hier in der Mitte. Ab und zu regelt er ja auch. Aber er kennt auch hier scheinbar die Spur nicht. Ich kriege das Lenkrad jetzt nicht grün angezeigt. Eben gerade hatte er es grün angezeigt. Schauen wir mal, wenn ich jetzt ein bisschen runtergehe von der Geschwindigkeit. 115 haben wir jetzt mal. So, jetzt zeigt er auch grün an. Jetzt fahren wir 115, hinter mir ist nichts. Wir halten also keinen auf. Wir gucken mal, wie er jetzt hier regelt. So. Ich werde jetzt schon mal gleich dann runter regeln auf 100. 100, jawohl, wie gesagt, hinter mir ist niemand. So, er regelt schön runter und jetzt kommt eine Linkskurve. Mal sehen, ob er die hinkriegt. So, 95, wir gehen noch weiter runter. 90, 85, 84. Ich mache immer noch nichts. Jetzt hält er die Spur. Und zwar auch so, wie ich mir das vorstelle. Aber irgendwie funktioniert das nicht immer bei mir. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt macht das. Jetzt sagt er, please hold the steering wheel. Klar, ich ruckle kurz dran. Aber er lenkt jetzt alleine. Ich greife also nicht ein an dieser Stelle. So, wir kommen hier raus. Hier ist 100 aufgehoben. Mal sehen, ob er das jetzt auch erkennt. Jawohl, er hat es erkannt. Er zeigt mir an, freie Fahrt. Die blinkt dann übrigens auch die ganze Zeit. Und die hört bei mir auch nicht auf zu blinken. So, wir stellen es auf 130. 130. So, ich habe das grüne Lenkrad, jetzt sollte er also aktiv sein. Hier vorne kommt die erste Kurve, wir probieren das. So, das hat er jetzt gemacht, aber er wankt leicht. Also er zuckt so von links nach rechts, das ist kein geschmeidiges Regelverhalten. So, jetzt muss ich wieder selbst eingreifen, wir gehen wieder selbst mit rein. Auf 130, wie gesagt, haben wir einen Stehen. Also so ganz bin ich noch nicht grün mit dem Assistenzsystem von dem MG, mit dem MG-Pilot. Aber es funktioniert zumindest. Bei mir halt nicht immer. Woran auch immer das liegen mag, ich kann es mir so ganz nicht erklären. Also, Fazit Autobahn. Ich kann mir auch Langstrecke mit dem Auto vorstellen. Es ist komfortabel. Die Geräuschdämmung passt soweit. Platz passt. Sitzkomfort ist auch okay, ne, wenn ich dann auch den ACC benutzen kann. Der ACC regelt auch sauber. Leider Spurhalteassistent und Schildererkennung. Damit bin ich nicht zufrieden, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht richtig bediene. Das werdet ihr mir sicherlich in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten, wie gesagt, auch auf Langstrecke fühle ich mich in dem Auto wohl.
Nur die Frage, die noch zu klären ist und die wir jetzt auch klären werden, wie sieht es aus mit dem Verbrauch, wie sieht es aus mit der Ladeleistung? Ist man denn auch flott unterwegs, wenn man mit dem MG Standard Langstrecke macht? Damit geht's jetzt weiter. Zum Verbrauch und zur Ladekurve habe ich schon zwei Videos online gestellt. Die verlinke ich dann auch nochmal hier im Bereich des Videos irgendwo. Wir haben also bei der kombinierten 100er 130er Autobahnrunde einen Durchschnittsverbrauch laut Ladesäule von 21,53 Kilowattstunden ermittelt. Der Bordcomputer hat 19,75 angezeigt. Das reicht leider nur für den 36. Platz. Effizienter als zum Beispiel der Renault Megane E-Tech, ne? Der ist ja sogar, glaube ich, noch ein bisschen neuer als der MG4. Ihr seht, das ist also ein Mittelfeldplatz, was den Verbrauch angeht. Für ein kompaktes Elektroauto, es ist okay, aber es ist jetzt auch keine Sensation, da muss man ehrlich sein. Und das muss man dann natürlich auch in Kombination mit der Ladekurve sehen. Und die ist jetzt fürs Jahr 2024 eher am unteren Ende der Leistungsfähigkeit anzusiedeln. Also von 10-80% habe ich eine durchschnittliche Ladeleistung von 60 kW ermittelt. Und wenn man das dann sich anschaut in der Kilometer-Ladeleistungsübersicht, die ich immer erstelle, dann ist der MG4 auf dem 24. Platz. Also man muss ganz ehrlich sein, es ist kein Langstreckenmonster. Wenn man ab und zu Langstrecke fährt, ist das in Ordnung. Mein Hyundai Kona Elektro, mit dem war ich in Lissabon und der hatte nicht so eine gute Ladeleistung wie der MG4. Dafür war er aber auch vielleicht ein bisschen effizienter sogar. Aber jeden Tag Langstrecke von 600, 700, 800 Kilometer mit dem MG4 Standard würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen. Und weil wir gerade beim Thema Laden sind, auch noch als zusätzliche Information, auch der Standard MG4 mit dem kleinen Akku verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion. Das heißt also, ihr könnt dann auch den Akku nutzen, um Verbraucher bis zu 2,2 kW mit Strom zu versorgen. Und dafür gibt es auch einen Daumen hoch. Ja, das waren dann also meine Eindrücke zum MG4. Jetzt muss ich das natürlich alles noch ein bisschen gedanklich sortieren und in den Ben-Index packen. Und deshalb geht es jetzt zu Hause im Büro mit dem Ben-Index weiter. Ben-Index. Wie immer noch der Hinweis, wenn ihr euch die nachfolgenden Tabellen nochmal selbst anschauen wollt, geht auf die Internetseite breaking-elektro-news.de, geht hier auf Ben-Index und dann klickt da auf der sich öffnenden Seite hier auf den Biber. Dann kommt dann die Haupttabelle und dort findet ihr auch alle weiterführenden Links und Tabellen. Hier sind wir dann im Ben-Index und der MG4 gehört bei mir zu den Kompakt-Elektroautos. Muss ihn also mit dem Volkswagen ID.3 und zum Beispiel einem Renault Megane E-Tech vergleichen. Und beim Alltagsnutzen, das ist die erste Kategorie, mit der wir hier beginnen, da sehe ich ihn nicht ganz auf dem Niveau der Mitbewerber. Hinten habe ich zwar Platz genug, um da sitzen zu können, aber die anderen bieten da durchaus ein bisschen mehr. Kofferraum ist nicht der größte, so vom Platzangebot eher zwischen e-Niro und Hyundai Kona Elektro, den alten Vorfacelift-Modellen. Er bekommt bei mir hier vielleicht ein bisschen strenger, aber ich denke doch angemessene 6 Punkte. Das passt in meinen Augen. Beim Laden kann der MG4 nicht mehr ganz mit den aktuellen Konkurrenten mithalten. Gut, er hat auch einen kleineren Akku, aber trotzdem, Ladeleistung ist Ladeleistung. Er bekommt da von mir 5 Punkte. Der Nissan Leaf E-Plus hatte ja sogar nur 4 Punkte bekommen. Das habe ich damals hoffentlich gemacht wegen Schademo, weil der Standard ausläuft. Dann bei der Reichweite brauchen wir auch nicht lang rumzudiskutieren. Er hat keine besonders hohe Reichweite. Ich habe mir hier 5 Punkte aufgeschrieben. Mit der Tendenz vielleicht sogar zu 4 Punkten. Ich gucke mal, wem ich 4 Punkte gegeben habe, dem E-Up. Ne, da ist er natürlich besser. Also mit 5 Punkten, denke ich, ist er fair einsortiert. Beim Komfort gibt es aus meiner Sicht nicht viel zu meckern. Für die Kompaktklasse ein sehr guter Fahrkomfort, ein sehr gutes Fahrwerk. Ich habe es ja fast über den grünen Klee gelobt. Und deshalb bekommt er bei mir hier auch 7 Punkte. Mit Tendenz vielleicht sogar zu 8 Punkten, wenn er noch auf Querfugen ein bisschen geschmeidiger wäre. Aber im Grunde gibt es da nicht wirklich was in der Kompaktklasse zu meckern. Natürlich, die Luxusautos sind nochmal besser gefedert, aber da hat MG hier wirklich einen guten Job gemacht. Qualitätsanmutung sehe ich ihn auf dem Niveau vom ID.3 Facelift, also wo VW schon mal ein bisschen nachgebessert hat und der Innenraum auch ein bisschen aufgewertet wurde. Er bekommt von mir hier 7 Punkte. Es ist jetzt kein besonders hochwertiger Innenraum, kein besonders hochwertiger Kunststoff. Von außen gibt es auch an der ein oder anderen Stelle eine Kleinigkeit zu meckern. Zum Beispiel hinten die Klappe vom Ladeport, die schließt nicht bündig ab. Das ist mir aufgefallen und die bedient man ja auch ständig. Und deshalb denke ich, dass er da mit 7 Punkten gut eingestuft ist. Fahrgeräusch kommt er nicht ganz an die Mitbewerber heran, wie den Megane E-Tech oder auch den ID.3. Aber es ist angemessen, es ist der Kompaktklasse angemessen. Er bekommt von mir hier 6 Punkte. In der Kategorie Fahrspaß schneidet der MG4 richtig gut ab.
Er hat Heckantrieb, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung bei den leistungsstarken Elektroautos. Da ist dann der Vorderantrieb oftmals mit der Leistung überfordert. Das passt. Er hat ein Fahrwerk, was auch mal zum Eckenwetzen einlädt und auch unwahrscheinliche Sicherheit vermittelt. An der Lenkung hatte ich nichts auszusetzen. Die Motorleistung war völlig ausreichend für mich. Klar, Tesla und diverse andere Elektroautohersteller bieten da schon ganz andere Leistungsdaten und eine ganz andere Performance, aber wir reden hier von einem kompakten und das auch eher im vergleichsweise preiswerten Bereich. Und deshalb bekommt er von mir hier 8 Punkte mit der Tendenz sogar zu 9 Punkten. Es kommt nämlich nicht nur auf Leistung an, sondern auf das Gesamtpaket und das hat mich, was Fahrspaß angeht, beim MG4 überzeugt. Bei den Gadgets muss ich den Standard MG4 natürlich abwerten, keine Frage. Es gibt zum Beispiel kein Navigationssystem, jetzt in diesem Auto, in dieser Ausstattung. Ich vermisse das nicht unbedingt, manche von euch werden das gerne haben wollen. Dann die Assistenten, da habt ihr meine ausführliche Kritik dazu gehört. In meinen Augen muss MG da noch an der Qualität feilen, die Systeme noch mal ein bisschen verbessern, damit die auch zuverlässiger funktionieren. Es gibt im Moment noch kein 100% zuverlässiges System, aber MG hinkt da ein bisschen, nach meiner Einschätzung, hinter der Konkurrenz hinterher. Dann haben wir keine Kameras, wir haben vorne keine Ultraschallsensoren. Das empfinde ich schon als Makel bei einem relativ unübersichtlichen Auto. Klar, die modernen Autos sind in der Regel alle unübersichtlich, aber ich kann ihm hier bei den Gadgets, es tut mir leid, ich kann ihm hier nur 5 Punkte geben. Klar, er hat hinten Ultraschallsensoren, er hat Android Auto, er hat Keyless Entry, aber insgesamt ist es fürs Jahr 2024 ein bisschen dünn, was der Standard zu bieten hat. Und wenn man mehr Ausstattung will, muss man auch gleich zum größeren Akku greifen. Also von daher, ich denke, 5 Punkte, klar, ist streng, aber ich kann nicht anders. Kommen wir jetzt zum Thema Preis-Leistung. Ich weiß, es gibt deutliche Nachlässe beim MG4, bei Fahrzeugen, die auf dem Hof stehen. Man kann ja sowieso nur die Farbe im Prinzip jetzt beim Standard auswählen. Ne? Bei mir war das Laser Red. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon gar nicht mehr. Jetzt heißt es Diamond Red. Das ist eine andere Farbe. So habe ich auch den Preis ermittelt. Also, Preis-Leistung, wenn man die 34.990 Euro zugrunde legt, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der MG4 ist ein Schnäppchen. Wenn man einen guten Preis bekommt, einen guten Nachlass, eine gute Leasingrate, keine Frage, dann kann man das Auto auf jeden Fall empfehlen, wenn dann auch die technischen Daten zum Anforderungsprofil passen. Und das wird bei den meisten der Fall sein, weil man eben nicht regelmäßig auf Langstrecke geht. Als durchschnittlicher Autofahrer in Deutschland und für die Wochenendausflüge reicht die Langstreckentauglichkeit auf jeden Fall aus. Es macht Spaß. Es ist in der Stadt gut aufgehoben, das Auto. Also ein Gesamtpaket, was im Alltag gut funktionieren kann, mit so ein paar Abstrichen in der B-Note. Das hatte ich ja schon gesagt, zum Beispiel mit den Assistenten. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich immer den Listenpreis zugrunde lege, weil ja diese Rabatte sich auch ändern. Und da muss ich sagen, bezüglich Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich dem MG4 keine bessere Punktzahl geben als dem ID.3, mit sogar zur Tendenz bis hin zum Renault Megane E-Tech. Ich gebe ihm hier aber noch 6 Punkte. Wie gesagt, wenn natürlich entsprechende Nachlässe kommen, ein Zuschauer hat mir unter das Video zum Verbrauch geschrieben, er hat 22.000 irgendwas Euro für das Auto bezahlt, wahrscheinlich noch mit Umweltbonus, dann ist das natürlich ein absoluter Schnapper. Aber für knapp 35.000 Euro kann ich ihm hier einfach nicht mehr Punkte geben. Und dann haben wir hier damit das Endergebnis. Der MG4 landet bei mir im Ben-Index auf dem 4. Platz. Ich bin MG-Fan, das Design gefällt mir sehr gut, die Fahreigenschaften gefallen mir sehr gut, aber der Ben-Index bewertet das Gesamtpaket nach meiner persönlichen Meinung und meinem persönlichen Wertekompass und da kann ich dem MG4 leider nicht mehr als 6,11 Punkte im Ben-Index geben. Damit, wie gesagt, belegt er den 4. Platz. Ich denke, das ist angemessen. Wenn der Preis niedriger wäre, dann würde das Auto auch eine bessere Punktzahl erreichen. Das heißt also, wenn ihr ein Schnäppchen machen könnt, dann ist der MG4 auf jeden Fall ein Kauf wert. Ja, das war dann also mein Test des MG4, meine Einstufung im Ben-Index. Ich würde die MG4-Fahrer auch nochmal bitten, um das Video zu schreiben, wo ihr denkt, wo ich zu streng war, wo ich vielleicht zu großzügig war. Interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten soll es das für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.